Materialien. Crit-Erhöhung. Modifikationen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den ganzen Kram schon habe. Verfügbar. Kann ich irgendwo sehen, ob ich den vielleicht schon im Dingsbums habe? Ich weiß eh nicht, wohin mit dem Geld. Und Vita-Coins habe ich auch. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Meine Gefährten warten. Es ist schön. Okay, Engel. Danke, Kai. Hi, Kai. Die Reparatur. Schmeichel. War ein Ver... Ich glaube, das war ein Fehler, den ganzen Scheiß zu kaufen. Ohrringe, stimmt. Ohrringe kann ich bei ihr kaufen. Mach's nee. Gut, Engel. Ich kann das neue Outfit nicht passen. Danke nochmal für dein... Ich danke dir. Bis bald, Kaya. Naja, komm. Passt schon. So, was haben wir denn sonst noch? Kehre zu zurück und untersuche das Restaurant. Geh nochmal zurück ins Restaurant. Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe, aber okay. Willkommen zurück. Gut, dann haben wir das tatsächlich auch. Raum muss ich noch mal nachgucken. Warte mal, das ist der Friseur. Was sucht denn ein Engel hier? Was hast du damit zu tun? Diese Leute sind nie aus der Wüste zurückgekehrt. Verstehe, das ist also passiert. Man kann die Wahrheit nicht verbergen. Hast du nicht bemerkt, dass mit Orkel was nicht stimmt? Alle gehen ihrem Alltag nach und tun so, als wäre nichts. Was meinst du? Bist du sicher, dass das, was du glaubst, auch stimmt? Denk drüber nach. Aber vergiss nicht, nächstes Mal ergeht es dir vielleicht für uns. Öffne den Behälter mit dem Passwort und untersuche den Inhalt. Warte mal. Deadass, deadass, give Justin deadass. Wo kommt das denn jetzt her? Eieiei. So, haben wir hier irgendwas? Nee, ne? Ich habe längere Zeit keine Dosen mehr gefunden. Keine Dosen, das hört sich auch falsch an. Läuft gut. So, Komm zum Tetrapod zurück, Ben. Ödland. Im Ödland? Wo gibt's denn da noch was? Jetzt bin ich überfragt. Könnt ihr auch irgendwo schnell reisen? Nee, ne? Ja.
War ich hier schon? Das hört sich alles so ein bisschen, sieht alles ein bisschen komisch aus. Ja, war ich schon. Okay, dann mache ich das anders. Gehe ich zurück. Und versuche mit Schnellreise da diese eine Quest aufzukriegen. Willkommen zurück, Justin. Hatte ich aber, glaube ich, schon. So, gut. Die Olle können wir theoretisch nochmal kämpfen, aber... Muss ja nicht zwingend immer sein. So, dahin müssen wir. Will mal gucken, ob das überhaupt... Vielleicht muss ich da außen rum. Keine Ahnung. So wie es aussieht, habe ich damit voll mit Schwarze getroffen. Oder ich komme hier unten irgendwo runter. Au. Au. Man merkt, dass das Startgebiet ist, ja. Ich muss irgendwie hier hoch. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Ob ich ankomme. Ja, Geld nehme ich natürlich mit. Also muss ich hier rechts lang. Also muss ich doch um die Seite rum. Alter, wo will der denn so schnell lang? Tja. Hey, Boys. Papa, Papa, komm, Mama. Johann, warum bist du nicht hier? Du hast versprochen, vor Sonnenaufgang zurück zu sein. Ich habe solche Angst, Johann. Lass mich nicht allein. Ach, Mutti.
Roboter drin. Ödland-Antenne. Ödland-Antenne. Muss erst nochmal einen Stift hoch. Der liegt ja hier. Ödland-Antenne. Position Ödland-Antenne. Verstehe ich jetzt nicht. Ödland-Antenne 0 N R R R. Und dieser Zinken. Okay. Ödland-Antenne. Darf ich hier auch raus? Roboter, okay. Hier war der Mensch, hier geht's raus. Aber ich habe nicht das gemacht, weswegen ich hier bin. Klein Fick-Schnitzel, ey. Aber habe ich einen seltsamen Ort entdeckt. Ein Schiff mitten im Ödland. Darin waren einige verdächtige Behälter, davon einige mit einer davon. Sieht aus, wäre es ein Versteck für irgendjemanden. Nachdem ich mich etwas umgesehen hatte, habe ich erkannt, dass sich hier offenbar Anhänger zum Gebet treffen. In Zeiten wie diesen an eine Religion glauben, verdammt, wozu Zeit mit Gebet, wenn man auch blind. Wie dem auch sei, ich muss weiter nachforschen. Wenn es irgendwo einen Experten für Passwörter gibt, sollte er sich das ansehen. Wenn etwas nützlich da drin ist, könnte sich. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Erstmal ein bisschen aufräumen hier mit Viecher. Kampfversorgung. Omnibolzen. Oh, das war gar nicht schlecht. Omnibolzen, ey, das war eine richtig gute Truhe. Hat ein bisschen wehgetan, aber nur ein bisschen. Ödland-Antenne. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich dazu frei. Naja, komm. So, ummache. Mädel. So.
Gefühl, es ist noch nicht ganz. Ist noch nicht ganz vorbei. Nur da? Da liegt noch Money rum. Money in the bag. Was? Kryo-Kaffee original. Da frage ich jetzt mal nicht. Aber ich nehme es dankend mit. Okay. Dann, keine Ahnung. Aber da unten war noch ein Lager, was ich gerne mitnehmen würde. Für den Fall, dass es mir einfällt. Au! Ich wollte da nur hopp hopp weitermachen. Ich bin aber echt zu blöd, gegen das Vieh zu kämpfen, oder? Hier noch. Hier gibt es doch bestimmt noch eine Kugel, oder? Au! Böses Hottehü. Weiß ja nicht, ob er das reiten möchte. War doch aber auch kein Fan. Ah, das Ding folgt mir also, okay. Schon mal fair. Aber ich kann nicht rennen. Okay. Grünes Ungeheuer. What the fuck? Naja, immerhin. 3 Dosen hat die Dose bekommen. Ich habe ständig irgendwelche Audioabbrüche und ich weiß nicht, woran es liegt. Also wenn ihr die nicht habt... Dann ist es Dingsbums. Ja.
Rotz. Also die Tachi hat mir echt hier auf den Arsch gerettet. Hier liegt noch ein Mensch. Ein weiterer unglücklicher Tag. Ich finde keine wertvollen Ressourcen. Scavenger beweisen sich durch ihre Bergungen. Ich kann doch nicht mit leeren Händen nach Xion zurückkehren, sonst stecken sie mich vielleicht in die Wiege. Okay, das ist komisch. Lass mich raten, das ist für eine mögliche Erweiterung. Lager gesehen gehabt? Oder war ich blöd? Hier gesehen. Was habe ich denn neu? Das da. Kritische Trefferrate. Bei Kombo-Angriffen, das ist okay. Muss ich aber nochmal, glaube ich, verbessern. Naja, müssen wir mit der Main-Story mal weitermachen. Wo kommt das hin? Blocken willst und los den Block loslässt. Ich bin doch nicht doof. Oder doch? Hmm.
Soll ich hier denn Beta-Energie laden? Was ist da unten? Oh Mann. Das ist mit L1 und dann ist Blocken zeitgleich dem anderen Kram, ist halt nervig. Naja, komm, gut, aufgeschissen. Versuchen wir irgendwie runterzukommen. Drohnen-Upgrade-Modul. Nice. Wie, zwei Stück? Jetzt wären wir aber verwöhnt, oder? Wenn jetzt da oben noch ein Schnellreiseportal wäre. Erstmal heilen. Diese Spendenkiste ist unterwegs, ey. Das habe ich mir da gestern gekauft. Lecker, aber teuer. Noch ein Kino. Nice. 3 Stück. Na gut. Machen wir. Das müssen wir echt nicht einkaufen. Da ist so ein Süßkramladen zum Selbstnehmen, der mit Gramm gemessen wird. Das ist immer schau teuer. Aber wenn man bisschen mal schnell 20 Euro los. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Wie kann ich dir helfen? Will ich auch nie Bolzen bekommen? Komm zum Tetrapod zurück, wenn was. Auf jeden Fall wolltest du eigentlich erzählen, was. Annie the Duck meinte. Ich habe nur gelesen, dass sie den Garfield-Film boykottieren wollte. Aus keine Ahnung was für Gründen. Viele Gegner hier.
Hier ist nur noch Sand. Als wäre die Zivilisation zu Staub zerfallen. Nicht überall. Deshalb gibt es Scavenger wie mich. Die nach Schrauben in der Wüste suchen. Nun, auf der Erde ist das ganz normal. Ja, ich hätte mit anderen Problemen zu tun. Keine Ahnung. Das Bein bringt mich nicht weit. Aber ich kann diese diesen Arschlöchern in die Quere kommen. Dafür ist keine Zeit und muss verschwinden. Lass mich nur einmal das Richtige tun. Okay. Halt. Okay, dann Kram. Kurz am Rechner. Na komm schon. Okay. Ich brauche unbedingt einen neuen Schreibtisch. Ich wollte mir diesen Monat eigentlich keine größeren Ausgaben mehr leisten, um meine Sachen abzuarbeiten. Kleiderschrank. Noch ein paar Stühle etc. Naja. Der Besuch in Düsseldorf. Da habe ich die Anna besucht. Das war ziemlich teuer. War es wert? Durchaus. Hat Spaß gemacht. Trotz alledem. Naja. Bewacht, das war mir klar. Also die Leute fickerig. Hat aber selbst keinen Plan, was er da labert. Oh, wer ist denn das? Muss ich noch einen Test bestehen? Ja,
Es kann keine Ausnahmen geben. Hallo? Dann lass uns gleich anfangen. Ja! Immer. Der Ort hier ist noch tiefer und dunkler als der letzte. Das hört sich so bitte falsch an. Sei auf der Hut. Noch tiefer und dunkler. Das hört sich krass an. Ex-Freundin, was? Als Cosplayerin ist man krass sexualisiert gewesen. Ja, was für Kostüme schlüpft man denn? Oh, wei, wei, wei. Dann alles so Kinderkacke. Wenn keiner mehr über dich redet, machst du einfach so eine Scheiße. Es interessiert doch eigentlich keinen Arsch. Ja, genau. Wenn du natürlich. Wenn du deine Leute beleidigt sagst, hab ich mich begrapscht. Ach komm. Oh, Fans hassen. Was ein Müll. Das ist mir alles sowas von scheißegal. Ganz ehrlich, es ist mir sowas von kacken egal, mit was die gerade wieder Aufmerksamkeit ballern. Leute, wenn ich irgendwann mal so werde, dann steckt mich in mein fucking Altersheim, okay? Danke.
sagte einfach hier, mein Guter, langsam, jetzt bist du aber senil, alter Mann. Zwei Frauen haben Krieg und machen das öffentlich im Netz. Die hat das und das gesagt. Nö, ist doch gar nicht. Wär's ahnen können. Aber ich glaube, das hat mit Geschlechtern gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist generell keine in der YouTuber-Szene. So. In Wahrheit verstehen die sich alle super. Und auch kein Drohnenscanner. Lilly, du übernimmst für Adam? Ja, er repariert wieder den Tetrapod. Alles klar. Ich weiß, dass ich bei dir in guten Händen bin. Das hört sich irgendwie komisch an. Hast du gehört, Justin? Oh, leck mich doch. Nee, ich hab Ausraster geschoben. Warum Ausraster? Ah, du Hurensohn! Alter Schwede, hab ich mich gerade eingeschissen.